Also ich habe gerade zu Abend gegessen, wir sind jetzt schon in Penang und hier so eine Demo. Keine Ahnung für was oder gegen was, aber kann ja mal gucken. Hello, ist das ein Festival oder Demo? Genau, Chinese People. Oh, yeah. Chinese Festival. Oh, Chinese Festival. Okay. Dragon dance. Yeah. Dragon dance, and then you can see lion dance over there. Okay, cool. Oh yeah, I see. Yeah, I see the dragon. Okay, this is for the Chinese people. Okay. Okay, wie ihr gehört habt, so eine Festivität, ein kleiner Brauch der Chinesen hier in Penang. Ja, guck ich mir mal ein bisschen genauer an. Ah, wie ein Karnevalsumzug, mehr oder weniger. So ganz viele Züge und Autos. Ist ja ganz cool. Er balanciert so eine Flagge da auf seinem Kopf. Das wäre fucking cool gewesen, wenn er mit seinem Fuß so auf die Stirn. Hat er leider nicht geschafft. Das war das größte Einhorn, das ich je gesehen habe. Er guckt so nach vorne, die ganze Zeit mit seinem Kopf. Er holt sich das Ding jetzt wieder in den Mund. Und jetzt wird balanciert. Ah, oder auch nicht. Braucht ein bisschen Vorbereitung. Ah, jetzt hat er es im Mund. Es wird balanciert. Das Ding einfach in den Mund. Okay, war eine kleine Überraschung, jetzt einfach so da rausgegangen und ne, das ist passiert. Ganz cool, aber man hat es auch schnell alles gesehen. Also die haben halt diese Stangen, dann ein bisschen Drachentanz und dabei machen die halt viel Lärm. Das ist dieses Festival hier. Ja, aber ist ganz cool. Einfach mal so nebenbei. Kann man machen. Ich zeige euch abschließend noch einmal hier den Lounge-Raum.
Hier gibt es so eine kleine Leseecke und ein paar Bücher. Davon sind auch zwei, drei ganz gut. Die würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Und dann sind hier die Toiletten. Wir haben einen riesigen Flachbildfernseher. Keine Ahnung, ob man den noch benutzen kann. Eine Mikrowelle. Richtig geile Couch. Und hier so eine lange Skybar mit Aussicht. Wir sind im 5. Stock übrigens. Kann man schon so machen. Und hier haben wir noch die Küche. Ja, einfache, aber sehr große Küche im Verhältnis zu dem, was wir in Langkawi hatten. Hier noch ein Fernseher, ein Computer und ein Kühlschrank, der fast leer ist. Drink me please, das ist gut. Ich brauche Sprite. Ja, genau. Und das war's von heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.